Zurück am Schloss. Hier war ja mal der Kaiser zu Hause. Und der Letzte hatte ja ein Faible für alles Maritime. Wilhelm liebte nicht nur seine Flotte, sondern alles, was schwimmt. Unter anderem hat er ja auch mehrere Segel- und Bootsvereine gegründet. Und der hätte seine wahre Freude gehabt an unserem Ausflugstipp diesmal. Es geht in dieser Woche nämlich nach Stettin. Da findet an diesem Wochenende die Tallship Races statt. Das ist so eine Art Parade von Großseglern. Unser Ausflugstipp. Wir sind nicht in der Karibik. Es gibt keinen Schatz, der mit einem Fluch belegt ist. Und statt Piraten gibt es hier nur hochmotivierte junge Seeleute, die das Meer unsicher machen. Doch das Spektakel, das Sie an diesem Wochenende in Stettin erleben können, kann durchaus mit einer Hollywood-Inszenierung mithalten. Beim Finale der Tall Ships Regatta 2015 nehmen die weltgrößten Segler Kurs auf Stettin und werden von 2,5 Millionen Besuchern auf der historischen Hakenterrasse erwartet. Das Programm läuft bis Montag mit Konzerten, Paraden, Kinderprogramm und Feuerwerk, alles kostenlos. Die Schiffe kommen aus der ganzen Welt, Niederlande, Norwegen, Russland, mit einer Crew von 500 Mann. Wir lieben es, nach Polen zu kommen. Ich kann mir ein Boot an diesem Wochenende also aussuchen und gleich bleiben, oder? Jeder darf an Bord und sich die Schiffe hier anschauen oder gleich bei der nächsten Regatta mitsegeln. Und wie lange kann ich bleiben dann? Solange du willst. Und von den Seglern kommen sie zu Fuß direkt zum höchsten Punkt der Altstadt, dem Schloss der Herzöge von Pommern. Das wiederaufgebaute Renaissance-Schloss hat eine bewegte Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg fast zerstört, ist es seit den 80ern wieder kulturelles Zentrum. Im Innenhof finden Veranstaltungen statt. Im Schlossmuseum gibt es neben den Sarkophagen der Herzöge eine multimediale Ausstellung. Wir sind hier an einem Ort, der nicht nur wunderschön ist, sondern auch an dem die Stadt ihre Anfänge hat. Vor über 1000 Jahren war an dieser Stelle zum Wasser hin der erste Burgwall, also scheint dieser Ort auch vorhergesehen zu sein als Beginn der Stadt. Das Schloss hat Dienstag bis Sonntag geöffnet, der Eintritt kostet 1,50 Euro. Stettin lässt sich übrigens besonders gut zu Fuß erkunden. Achten Sie auf den roten Streifen auf dem Gehweg. Er führt Sie vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, wie dem Heumarkt mit dem gotischen alten Rathaus. Das Mittagessen gibt es hier ab 5 Euro und weiter geht es in die Ulica Farna. In diesem Haus kam wohl die bekannteste Tochter der Stadt zur Welt, Katharina die Große. Sie lebte nur wenige Jahre in Stettin, doch ihre Geburtsstadt förderte sie noch Jahre später. Übrigens, den Sirnik, den guten polnischen Käsekuchen, gibt es hier gleich auf die Hand. Und wenn Sie am Ende des Tages noch ein bisschen Zeit haben, gehen Sie doch ins Kino Pionier. Jeder Stettiner wird Ihnen sagen, das älteste Kino der Welt. Und das ist garantiert kein Seemannsgarn. Und der Weg nach Stettin ist kürzer, als man denkt. Der Zug braucht gerade mal 2 Stunden vom Hauptbahnhof aus, entweder mit dem Regionalexpress bis Angermünde. Oder Sie nehmen sogar den direkten Regionalexpress ab Gesundbrunnen. Autofahrer wiederum, die nehmen den vom Berliner Ring aus, die A11 Richtung Norden. Das sind ungefähr 150 Kilometer direkt nach Stettin. Wenn Ihnen das jetzt zu schnell ging, keine Sorge, können Sie wie immer nachlesen bei uns. RBB-Text, Seite 505.